Frage. Ja, moin, Jungs und Mädels. Ich sag euch was, der Countdown läuft. Die Nordhorn soll heute starten. Wir wollen es endlich mal sehen, der Lohn unserer Arbeit. Wir wollen den Sound hören, Nils. Ja, du. Wir wollen den Frosch durchjagen. Genau, der Frosch, wo ist er eigentlich? Wo ist er eigentlich? Wo ist Jörg, ich hab den, Jörg, hast du gesehen, wie er das... Ich hab den versteckt. Er will es nicht. Na ja, gut. Der Frosch muss hier rein, wenn das läuft, und dann wird der Frosch durch den Motor zerstäubt. Ich sehe euch beide, wie ihr hier heult. Weil das war der nächste Komplikation. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht kaputt gehen. Das ist doch nur so ein Frosch ist doch nicht. Da ist nichts dran, Jörg. Nee, da ist nichts dran. Nicht so viel wie bei dir, aber... wo ist der Frosch denn jetzt? In der Nordenhalle. In der Nordenhalle, ja. Naja, lass uns mal zum Thema kommen. Ja. Was hat das neue Gefühl, euer Bauchgefühl? Dass es jetzt funktioniert, meinst du? Ja. Also ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass es geht. Wir haben den Riemen ja nochmal gerichtet von dem Antrieb, von dem Kompressor hier. Was wir noch machen müssen, müssen wir nochmal den alten Sprit rausholen. Und dann müssen wir die Vergaserdüse nochmal gucken, wie groß sie ist. Also ich habe jetzt mal so ein paar Werte, wo ich sagen kann, Mensch, die müsste so und so groß sein. Aber das müssen wir im Laufe des Gefechts ausprobieren. Erstmal soll sie schön im Stand laufen, dass wir das erstmal hinkriegen. Und dann vielleicht machen wir nachher nochmal eine Probefahrt. Ja. Was wir jetzt noch machen, wir hatten ja noch mal so einen Ärger mit der Zündung, weil die so geballert hat. Das kann sein, dass wir da unten noch ein Stromproblem haben. Aber ansonsten sind wir eigentlich so weit, dass wir das fast starten können. Was war denn noch? So viel fällt mir jetzt auch nicht ein. Wir müssten eigentlich noch mal gerne alle Schrauben nachziehen. Denn ich weiß, kann mich daran erinnern, damals, wie wir sie mal gestartet haben, sind uns gleich einige Teile abgefallen. Ich glaube, hier hinten war ein bisschen was weg. Die Auslaufanlage, die kleinen Töpfe sind abgefallen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Schraubensicherung. Also einmal diese Drahtsicherung vielleicht noch bei ein, zwei Sachen. Ja. Ja. Da sind hier hinten, das könntest du noch mal machen, Nils. Hier, diese Schraube hier. Ich schau mir das mal an. Da ein Loch reinbohren, hier ein Loch reinbohren, dann müssen die mal verdrahtet werden hier. Ja, das mache ich. Ja, denn bei diesem dicken Draht ist es so, da wachsen dann so eine Oberarme. Ne? Ja, genau. Ja. Den ganzen Tag machen, ja. Dann haben wir hier das Überdruckventil. Das haben wir jetzt erstmal so eingestellt, dass er ziemlich schnell abpfeift. Wir haben den noch mal bei 0,8 Bar, wollten wir den nachher ja mal fahren, aber wir haben jetzt erstmal weniger gemacht. Wir haben total entlastet. Also 0,5? Nee, ganz reingedrückt und dann können wir, also du musst praktisch reinschrauben, die Schraube. Jetzt ist sie komplett entspannt, aber der hat immer noch Gegendruck. Ja. Das haben wir. Ja. Und dann werden wir beim Gas geben, werden wir ihn rausdrehen, so dass er bei... Also ihr stellt das ein bei laufenden Motor. Genau, ja, das macht doch Sinn. Ne? Das macht doch Sinn. Ja, Öl ist drin, haben wir gemacht. Jetzt müssen wir erstmal den Vergaser aufschrauben und mal gucken, wie die große Düse ist. Und dabei können wir auch gleich... würde ich mal sagen, den alten Sprit auflöschen. Wir lassen den kommt, der hat ja echt lange gestanden da drin. Ja. Nicht, dass es jetzt noch daran liegt. Riech mal nicht. Der ist doch alt. Also ganz ehrlich, der riecht nicht mehr gut. Der riecht völlig langsam. Ja, der riecht. Da muss schnell Benzin rein. Was sind hier schon Verkrustung, kann man hier schon sehen. Ja, Verkrustung, du. Das ist ein Stück gut. Ja, das muss man sauber gehen. Ja, das ist hier. Nee, nichts mehr gut. Das muss sauber. Nee, das riecht ganz alt. Also ich würde sagen, ich schnapp mir mal eine Bohrmaschine. Ja. Und bohr das mal da. Dann mache ich die Verdrillung. Oder wie soll wir machen Vergaser und Sprit raus, ne? Ja. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Wir fangen jetzt an. Ja. Können wir den Sprit ablassen, so, wenn du das jetzt... Haben wir da eben... Ich hole mal so ein Behältnis hier, ne? Die Trichter und Kanister. So, aufmachen. Ja, machen wir den Sprithahn auf. Ich mache die andere mit auch noch, das ist die schnelle. Oder? Ja. Hier auch auf, ne? Mhm. Die kriege ich nicht auf hier. Der klemmt? Ja.
habe drei so eine Zangen. Du. Welches hast du die? Also wo hast du die denn alle her, sag mal? Was hat, die ist gut hier, die kleine. Ja? Ja. Die gib mir mal her. Und die ist noch dran. Ich nehme den. So, ich muss das erstmal anzeichnen. Ach, jetzt ist gerade aufgehört. Jetzt ist gerade aufgehört, ja. Jetzt ist gerade aufgehört worden. Hm. Mit Speed reinlaufen lassen. Sehr gut. Nein, weißt du mich gerade? Nee. Oder bin ich selber damit angefangen? Ja, du hast dich ja selber veralbert. Ja. Ich dachte, ich bringe hier mal ein bisschen Stimmung rein. Es war sehr dröch hier, ne? Das stimmt. Jetzt will ich das nochmal hier sauber machen. Was ist denn da der Deckel? Den hatte ich doch irgendwo. Hey. Welchen Deckel denn? Vom Kanister. Ah, da. So, jetzt sieht das schon mal ein bisschen besser aus. So, dann müssen wir einmal die Schwimmerkammer aufmachen unten. Und dann gucken wir uns nur die Düse an. Ne? Ja. Das ist gar nicht zählen, ne? Das ist doch zählen. Das ist für mich auch gut, ja? Ja. Na. Das ist eine Düse? Oh, guck mal, wie groß die ist. Ja, das ist aber ein Loch. Ja, die haben wir schon größer gemacht. Dann, ja. Mal, dann ist sie auch richtig. Lass mal gucken. Ich fahr auch mal nur an. So eine Düse ist. Ach du Scheiße. Das ist ja fast 3 mm, oder? Ja. Ja, da hat einer sein Bohrer ausprobiert. Das ist ja jetzt auch die Hauptdüse, ne? Das ist die Hauptdüse, ja. Weil im Stand hat die ja wenig zu sagen. Zu tun, ne? Wo haben wir denn die Leerlaufdüse? Die Leerlaufdüse ist hier daneben. Die können wir ja auch gleich nochmal gucken, ne? Oh ja, das machen wir auch mal. Das wäre die da. Und eigentlich können wir die auch gleich groß machen, ne? Ha? Ja, aber bei Leerlauf, ich weiß nicht, wie stark der Kompressor bei Leerlauf funktioniert, ne? Diesen hat es doch gerade eben hier, ne? Wie meinst du das, Jörg, bei Leerlauf der Kompressor? Bei Leerlauf arbeitet der Kompressor ja noch nicht so ganz stark, ne? Deshalb bräuchten wir die Leerlaufdüse nicht so groß machen, ne? Das wäre meine Theorie. Ja, die Theorie ist schon mal... Den können wir die ja so lassen, wie sie normal ist. Erstmal würde ich das tatsächlich sagen. Ja. Ganz klein ist, die würde ich auch so lassen. Ja. Die ist nicht klein, also die ist schon ganz schön groß für eine Leerlaufdüse. Kriegen wir zu sehen, was da passiert, ne? Wie groß? 125 steht da drauf. 125? Ja. Und jetzt müssen wir, wenn der Sprit drin ist, müssen wir mal gucken, ob der auch einspritzt. Ja. Das heißt, er hat ja hier eine Beschleunigerpumpe. Ja. Und die müssen wir entlüften, wenn er nicht einspritzt. Ja. So, die Düsen sind fest. Ja. Und die Luftgemischschraube mache ich mal 2 Umdrehungen raus, ne? Ja. Halbe, 1,5, 2, so würde ich mal sagen. So, dann können wir die Schwimmerkammer wieder raufbauen. So, was? Dann können wir mal Sprit reinfüllen und mal den Vergaser fluten. Ja, wir machen hier mal zu. Ja. Die geht schwer, ne? Aber gut, dann rütteln die sich jedenfalls auf und zu. Das stimmt.
So. Holst du Sprühkanister? Na, Nils, kommst du voran? Ich komm voran. Sehr gut. Ah, hier hat jeder schon. Kompass? Ja, mhm. Muss ja, ne? Geht ja nicht anders, ne? Ne, da passen genau 2,6 Liter rein. In den Tank. Mhm. Das reicht für 10 Sekunden. für mehr aber auch nicht. Nee. Also, da darf man nicht so viel mit hin und her fahren. Nee. So, langsam. Noch ein bisschen. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sollen wir erstmal aufhören? Ja. Gut. Wie viel ist noch jetzt drin? Ja, das ist gut. Das ist ja fast voll, ne? Ja. Jetzt machen wir die Sprithähne auf. So. Kann ja mal gucken, ob hier Sprit kommt jetzt. Ja, guck mal, da kommt Sprit. Das ist schon mal gut, ne? Ja. So, und jetzt müssen wir, gib mal Gas und dann müssen wir hier mal reinleuchten, ob er einspritzt. Hier ist die Leuchte? Ja. Mach mal. Nee, da kommt nichts. Nein. 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 Warum kommt denn da nichts? Und hier ist eine Entlüftungsschraube, glaube ich. Sollen wir die mal aufmachen? Ja. Kommt nichts da. Hier kommt ja auch nichts raus, ne? Kein Sprit. Normal müsste hier jetzt der Sprit noch mal was reinkippen. So. Jetzt mal, wenn du Gas gibst, geht das hier weg. Da kommt Sprit jetzt. Das läuft durch. So. Ja? Aber der spritzt nicht. Warte mal, dann drehe ich den jetzt mal wieder zu. Ja. Komisch so. Verändert sich irgendwas? Ich will jetzt nicht zu viel, ne? Kommt nichts. Warte mal, drehe ich in die andere Richtung. Wir müssen einmal den Schwimmer unten aufmachen, gucken, ob überhaupt was im Schwimmer drin ist. In der Schwimmerkammer. Ja, und was wichtig ist, dass diese Pumpe hier betätigt wird von dem Gasschieber. Ja. Vielleicht ist der ausgehakt hier oben. Müssen wir den abnehmen hier, den Dom. Ja, ich mache einmal hier jetzt. Du brauchst ja nur unten die Schraube einmal los. Mhm. Ja, Sprit kommt da. Ja, würde ich so sagen. Und dann gehen wir auch mal davon aus, dass er auch voll ist, ne? Ja. Gut. Sprit kam da, ne? Sprit kam da, ja. Jetzt müssen wir den hier den Dom mal abnehmen.
den hier. Ja. Aber warum müsst du sofort eine Spritpumpe? Dann müssen wir das. Die müssen wir auch abnehmen, ne? Hm. Nö, lass das doch dran, oder? Ach so, dann nimmst du den komplett mit hoch, ja. Es kann ja sein, dass der ausgehakt ist, dass der vielleicht gar nicht pumpt. So. Ja. Am Vergaser. Erstmal gucken, wie die Betätigung überhaupt geht, ne? Der hat ja jetzt echt lange nicht gelaufen. Vielleicht ist das auch ein bisschen vertrocknet, verklebt oder so. Ne, der hat mit dem Vergaser ja noch gar nicht gelaufen. Doch, hat er einmal kurz gelaufen, stimmt. Ja. Damals. Ja. So. Ja, nehmen wir die Pumpe mal ab. Hält die Zange jetzt nicht. Und gucken, ob der über, der müsste ja Sprit geflutet werden. Ich mach hier mal zu. Mhm. Aber geht. Das ist doch gut so. Ja. Du, wo kommen wir denn noch? Du hattest gesagt am Auspuff wolltest du noch. Das ist aber schwierig, Nils. Ja. Die Beschleunigerpumpe wird hier von diesem Nupsi, sag ich mal, betätigt und dieser schiebt sich nach vorne und nach hinten, indem man Gas gibt und hier ist da so ein Konus drauf, der beim Betätigen des Gasschiebers zieht er sich immer nach vorne und dadurch betätigt er praktisch hier die Pumpe und da müssen wir jetzt gucken, ob die tatsächlich auch mit Sprit gefüllt ist. Das wird gut. Also. Kannst du dich noch daran erinnern, Nils, wie du das hier geschweißt hast, alles? Ja. Richtig schön gemacht, alles. Ne? Also das ist ja immer wieder so eine Sache, man hat ja echt schon viel, viel Arbeit hier reingesteckt, man weiß das eigentlich gar nicht mehr. Wenn man mal die Anfangsbilder mal sehen würde, ne, wie das mal ausgesehen hat. Ja, das gibt ja schöne Videos davon schon, wie wir das gebaut haben hier. Du sag mal, Jörg, du hast vorhin gesagt, eine Pumpe, ne? Jetzt will ich will das einfach für mich mal wissen. Ich stelle mir unter eine Pumpe immer was ganz anderes vor. Wie kann ich mir das hier vorstellen? Da ist eine Membrane drin. Das sind mehrere. Ach so, die geht einfach auf und zu. Und da sind ganz kleine Flatterventile drin. Wenn du, die wirken einseitig. Wenn da aufgeht, geht das Ventil praktisch auf. Der Sprit kann reinlaufen. Und jetzt gibst du Druck drauf. Und dann kommt von der anderen Seite, presst er sich von diesem Druck automatisch dicht und gibt es in die Öffnung. Wo die Pumpe ist, wo das Röhrchen ist, macht er ihn dann zu, Spritzer rein. Ja? Sagt ein Kfz-Meister. Das ist eine so eine Membran, das ist nicht nur eine Dichtung hier. Das sind, normal müsste das wie eine Membrane wirken. Sonst, wenn der Sprit da rein darf, darf er nicht wieder rauslaufen, wenn du Druck drauf gibst. Ja, ja, genau. Ja? Aber ich kriege die noch nicht so richtig ab. Die ist bestimmt verklebt oder so. Mach hier mal ein bisschen gegen. So, geht. Guck mal, Nils, da ist die kleine Membrane. Da ist jetzt, da ist ein bisschen Sprit ist da drin. Ja. So, und jetzt hier die Feder. Aha. Aber jetzt müsst. Und da drin, jetzt drückst du hier und hier kommt Sprit rein. Oder wenn du Druck drauf gibst, macht er ihn hier praktisch zu. Ja. Und hier müsste irgendwie ein Loch sein, wo er dann überläuft. Wo er dann rausspritzt. Dann okay. Aber es sieht ja alles gut aus. Ja, aber wir müssen jetzt mal gucken, ob überhaupt Sprit reinkommt. Ja. Ich mache mal beide Hähne auf hier. So, und das ist der Fall, dass jetzt kein Sprit hier anliegt. Und das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dazu das Motorrad laufen muss, um hier Sprit reinzukriegen. Das müsste eigentlich so geflutet werden. So, jetzt müssten wir den eigentlich mal abnehmen. Das ist jetzt aber eine ganz blöde Sache. Das ist die Feder, die müssen wir da mal hinlegen. Weil das sieht so aus, als wenn er total verklebt ist. Wenn wir die kaputt machen, dann können wir die Sendung abbrechen heute. Ich habe noch mehr Vergaser. Von dem? Ja. Ja, von so einer Membran auf jeden Fall. Warte mal. Der lässt hier anscheinend kein Sprit rein. Oder er muss hier Sprit durchlassen, durch diese. Ja, genau. Die beiden sind das hier. Ja. Und hiermit stellt man ja nur den
den Druck ein. Wie viel da reinkommt. Genau. Ja. Weil der gegen. Oder das ist ein Begrenzer, weil eigentlich drückt der immer weiter und hier wird er begrenzt durch diese Schraube. Ja. Und hier ist eine Feder. Und das. Aber da kommt kein Sprit rein. Normal müsste der jetzt ja irgendwie voll laufen. Wir könnten das ja auch mal, wenn das Ding zu laufen ist, dann mal ausprobieren. Ja, laufen müsste ja ohne diesen. Weil das ist ja nur zum Gas geben. Zum Beschleunigen. Aber dann könnten wir es beim laufenden Motor ja mal probieren. Und wenn das denn nicht funktioniert, dann wissen wir, da stimmt garantiert was nicht. Ja, aber eigentlich ist es immer so bei den Vergasern, wenn du hier Gas gibst, dass er den sofort einspritzt. Ja, das muss gleich so funktionieren. Also die kriegst du jetzt nicht ab, die Dichtung hier, oder? Nee, ich glaube auch, damit hängt das jetzt nicht zusammen. Weil er müsste jetzt da oder da müsste Sprit rauskommen. Ja. Eigentlich müsste das diese Seite sein. Weil wir hier ja entlüften können. Mhm. So, und dann muss er von hier oben reingeflutet werden. Dann läuft es hier durch und dann dahinter, da oben rein. Ob die Kanäle jetzt vielleicht dicht sind hier? Oh, das wäre aber schon mal eine Alternative. Ne? Mal durchpusten. Ganz leicht. Ja. Haben wir Luftdruck drauf ein bisschen? Nee, muss man den Kompressor anmachen jetzt. Kompressor an? Nicht ganz nach oben, nur so auf halb. Gut. Da müssen wir einen Augenblick warten. Ja. Hier mal rein, da mal rein. Also hier ist es tatsächlich nicht so mit diesen Ventilen. Dieser drückt einfach nur so, weil hier was reinkommt, da was reinkommt, dann muss hier unten es gesteuert werden, dass es nicht rauskommt. Und der hier in der Mitte, der geht dann so auf, ne? Oder? Der drückt ihn ja, der drückt, der macht einfach nur den Raum klein. Ja, okay. Ne? Mhm. Oh. Schön, schöner Effekt. Ach so, dann ist das der. Der kommt hier vorne raus. Ja, dann spritzt er da ein. Da soll er einspritzen. Ah, ja, okay. Und hier müsste eigentlich der Sprit rauskommen. Ah. Okay. Jetzt, ne, weil das ist jetzt der. Das ist eigentlich zur Spritzleitung, genau. Ja, das müsste der sein, wo er einspritzt. Dann bauen wir das jetzt nochmal zusammen. Ja, dann probieren wir das so aus, ne? Ist ja komisch, ne? Vielleicht ist der Vergaser auch noch nicht ganz. Aber Schwimmerstand meinst du? Doch. Der kann eigentlich nicht voll laufen von alleine. Nee, weil das. Weil der Schwimmer ja hier unten zumacht. Mhm. Und der müsste ja über den Schwimmerstand steigen. Das muss eigentlich per Unterdruck funktionieren. Ja. Dann probieren wir das. Wir bauen ihn einfach wieder zusammen. Ja, bauen wir zusammen. Siehst du. Aber wir haben ihn mal aufgemacht. Ja, das haben wir mal aufgemacht. Ich habe auch was gelernt dabei. Das ist auch nicht schlecht. Ich bin mal kurz weg. Ja. Ich rufe Gunnar mal an. Ich frage mal, wer weiß was mit dem Checker. Mach mal. Somit wissen wir auch, dass wir somit nicht die. Wir stellen ein bisschen die Menge damit ein. Ja. Die Einspritzmenge stellen wir ja, damit ein. Ja, genau, richtig. Ne? Das würde ich auch sagen. Ja. Aber umso weiter du die Schraube rausdrehst, umso mehr geht durch. Umso mehr schlagartige Luft. Die Meerluft auszugleichen, spritzt er zusätzlich Kraftstoff ein. Okay. Ne? Aber das ist heute ja nicht mehr so. Das ist ja das so. Doch. Ja? Ja. Du brauchst immer mehr Sprit. Wenn du zum Beispiel mal CO testest bei so einem Auto oder bei irgendwas, die kriegen immer kurzfristig kriegen sie zusätzlichen Sprit eingespritzt. Ah, okay. Beim Beschleunigen. Denn sonst, wenn du das nicht hast, hast du beim Gasgeben so ein Beschleunigungsloch. Ah, okay. Nee. Gut. Ich halt bei? Ja. Oh, ich weiß genau, mit was für einem Pflegemittel ihr gearbeitet habt. Ja? Ja, das riechst du. Das riechst du sofort. Also, ihr brauchst du nicht sagen. Nee, einer nur. Ja. Ne? War Herr Andi. Er war euphorisiert gestern noch, er musste die Karre putzen. Das sieht ja gut aus. Mach mal.
Ja. Ich bin schlauer geworden. Mit dem Sprit einfüllen ist schon ganz richtig da oben. Aber wenn der Sprit denn drin ist, du musst einen Schlauch da reinstecken und einmal saugen, dass die Luft dann rausgeht. Du saugst praktisch den Sprit von hier unten an und dann ist der Sprit da drin. Und wenn er da drin ist, dann... Dann wird er nicht wieder leer. Ja, dann wird er nicht wieder leer. Ja, wir müssen das jetzt mal ausprobieren. Nochmal hier mit dem Benzinschlauch reinstecken und dann saugen. Können wir mit der Spritze vielleicht aufziehen, dass wir so ein... Nee. Ansaugen und dann... Ja, also kannst du ja auch, wenn du die Spritze aufziehst. Hier, ich mach mit. Den mal auf. Ja. Dann sollte das gehen. Und hier stellt man praktisch nur die Menge ein, die eingespritzt wird, nicht den Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist immer vorgegeben, glaube ich. Zieh. Hast du Sprit? Mhm. Oh, dann müssen wir aber schnell sein. Mach das nochmal. Nö. Nee, mach das nochmal. Ich hol Feuer, dann brenne ich dir das aus. Wie Nils sich wieder freut. Guck mal, wie ein schadenfroher Mensch. Zieh und ja. Boah. Nils, du hattest doch aber auch Durst. Gib mir mal ein Fruchtgummi, bitte. Ja, aber weißt du was, Andi? Für diese Tat bist du heute ein kleines Stück weiter zum Teufelskerl. Ja, aber noch nicht ganz. Also zum brennenden Teufelskerl. Zum werdenden Teufelskerl. Wer Benzin so trinkt. Wenn du den Sprit angesaugt hast, ziehst du den gleich raus, dann haust die Schraube rein. Ja, du haust du mit dem Hammer da rein. Ja, die haut da rein. Ein Klarsichtschlauch wäre ganz gut. Bleib doch mal sachlich. Aber ein Klarsichtschlauch wäre jetzt ganz gut eigentlich, ne? Nee, das sehen wir an Andis Gesicht, wenn der Sprit kommt. Aber tatsächlich doch, das ist richtig gut angezogen. Das Benzin ist nicht gut. Oh, wieso geht das denn nicht, du? Der ist dicht. Nee, der ist nicht dicht. Der geht ganz schwer. Oh. Uiuiui. Muss doch denn auch eigentlich, guck mal, jetzt so. Ist fast voll. So. Da, jetzt machen wir mal rum. Und man hat auch gesehen, dass es wegläuft, ne? Ja, es läuft gleich wieder weg. So, soll ich mal Gas geben? Ja. Mama. Da kommt nichts. Tja. Nix. Doof. Oder meinst du, du hast ihn jetzt zu weit reingedreht, dass er gar nicht genug Sprit raus ist? Kannst du an der Schraube noch so stellen, vielleicht, dass er mehr bringt? Dass er mehr bringt. Ja, das kann. Du musst doch auch, wenn die, an jeder Stellung eigentlich was kommen. Also ein bisschen muss auf alle Fälle kommen, ne? Aber stell doch nochmal da dran, sicherheitshalber. Komisch. Das ist aber auch da. So, jetzt mal. Denn die war ja auch, da ist ja gar nicht viel Schraube auf der anderen Seite zu sehen gewesen. Nö. Ne? Minimal. Ne? Ja. Sollen wir eine andere Membran immer anbauen? Ich hole mal vom anderen Vergaser, dann bauen wir das einmal kurz um. Ja. Ding. Gefahren sind wir mit diesem Vergaser ja noch nicht. Ach so. Okay. Das war ja ursprünglich ohne Kompressor sind wir ja gefahren, ne? Das gleiche, ja, ne? Das sieht so aus, ja. Du hast auch immer irgendwie alles im Doppelpack, oder? Ja, irgendwie hat er das. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also andere haben dich, da fragt man sich, wo kriegt man diesen Vergaser überhaupt her? Und Andi baut sich einen Zwölfzylinder da draus. Mhm. Noch einer. Ja, dann noch einen. Ja. So, dann müssen wir die jetzt hier mal abkriegen, die Membrane, wa? Oha. Ja. Oh, die geht aber besser ab wie die andere. Ja? Ja. So, sie ist heil. Sieht gut aus, ne? Mhm. Ja.
Hier sieht man natürlich so den Druckpunkt, ne? Mhm. Nur mal so für mich, ne? Für mich Koala mit Plüschohren, ne? Mhm. Warum ist das hier denn federbelastet? Wenn du jetzt diese Einstellungsschraube reindrückst, dass er nur eine gewisse Menge braucht, dann blockierst du ihn hier ja. Ja. Und hier kann du musst den Gasschieber ja ganz hoch kriegen. Ja. Damit du jetzt trotzdem den Gasschieber nach oben ziehen kannst, drück dieses Ende, so ein Ende rein. Aber wenn du jetzt mal die beiden anguckst, ne? Der ist wesentlich schlechter, guck mal. Also, der hat ja schon richtig so Spuren und hier ist das eigentlich noch so fast jungfräulich hier, der hier. Ja, aber daran kann es ja nun nicht liegen. Nee, aber. Nein, aber. Der ist ja aber auch dicht. Also, ich wollte gerade sagen, der ist ja gut. So, das meine ich. Damit. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass das vielleicht daran liegt, dass hier. Entweder kommt hier nicht gar kein Sprit hoch. Aber ich habe doch angesaugt, dann ist der Sprit doch da. Das stimmt. Dann hält er vielleicht nicht dicht. Vielleicht ist hier unten, ob hier denn irgendwo ein Ventil drin ist? Von dem aus hier? Nee. Könnt ihr mal in dem Vergaser hier gucken. Ich bin der Meinung, dass wir hier diesen Übeltäter haben. Ja, ich auch. Jugend forscht. Wir gehen da ist nämlich ein Kugelventil drin und dieses Kugelventil, das verhindert nämlich, dass das Benzin, wenn es oben in der Membrane ist, wieder zurücklaufen kann. Das kann nur in eine Richtung laufen und schließt dann wieder. Und das Komische war, dass es tatsächlich verharzt war hier, dass hier eine kleine Undichtigkeit ist, dann schließt das nicht. Das haben wir jetzt sauber gemacht. Nee, wir nicht. Das hat Nils sauber gemacht. Also, ich habe auch noch ein bisschen was ins Auge gekriegt. Man saugt an, das geht und zurück. Also es ist noch nicht 100% dicht, aber ich schätze mal... Das wird schon reichen. Das wird lang. Das wird funktionieren, ja. Ne? Aber da kannst du mal sehen. So ja, man hört die Kugel auch. Ja. Ein ganz kleiner Fehler, ne? Ja. Jetzt machen wir den anderen sauber. Und dann muss es gehen. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, weil es muss ein Druck aufgebaut werden können. Und das, ja, und die Flüssigkeit darf nicht... Wieder zurück. Nee. Weglaufen dürfen. Genau. Ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir den anderen gangbar kriegen. Sonst nehmen wir diesen, ne, Andi? Ja. So, den müssen wir doch mal bei. Wo ist er denn? Der sieht aber so gut aus. So. Naja, aber ein bisschen Dreck, ja. Das macht das ja schon. Ne? Mhm. Na. Haben wir noch. Oh, ich brauche einen größeren Schraubendreher. Dieser andere, das ist doch. Der alte Dunkle, dieser hier, der ist doch besser hier. Ja. Das ist der Übeltäter. Ich gehe da mal von aus. Ja, sonst, wo soll denn die Flüssigkeit sonst hingelaufen sein? Und hier war das so. Und der ist aber. Der ist dicht. Der ist. Jetzt ist er dicht. Der arbeitet. Pass auf, ich mach den jetzt nochmal sauber. Mach mal schön sauber. Vielleicht ist da ja auch nur ein ganz bisschen Dreck drin. Ach, ne? Aber mach den mal sauber. Mach ihn mal sauber. Soll ich ihn mal sauber machen? Ja. Gut. Kannst du auch hier drin. Bleib doch hier drin. Ja? Ja. Und sonst aufpassen. Weil wenn man jetzt in diese Öffnung reinspritzt, kann das sein, dass es wieder zurück. Weil er ja dicht ist. Ja. Ja. So. Hier den Lappen drunter noch? Genau, sag ich schon. Ich bin Nils. Nils, ich weiß. Mhm. Der Nils. Nicht so doll auf der Seite, nicht dass die Kugel da die so drin verabschiedet. So, jetzt probier mal. Ist besser geworden, schlechter geworden, kann man was sagen? Pottendicht. Ja? Ja. Mhm, richtig gut. Also ist das wirklich so ein. Kann das sein, wa? Jetzt will ich auch mal. Ja, ist dicht. Gut, dann drehen wir den jetzt wieder rein. Ja. Das ist auch ganz schön verrückte Technik, ne? Wer sich das alles mal ausgedacht hat. Wa? Mhm. Da kommt immer noch ein Ventil zum anderen. In Wirklichkeit hat er das vorher vergessen. Ach scheiße, da muss noch ein Ventil reinkommen und machen Gewinde reinschneiden. Ja. So, gut. Ich will jetzt endlich, dass das läuft.
Ja, Andi. Ne? Du kannst das auch nicht abwarten, oder? Ja, ich war heiß wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett? Ja. Heiß ich Frittenfett? Apropos Fritten. Was gibt's hier was zu essen? Oh, ich habe hier Suppe gekocht. Echt? Heute. Was gibt's denn? Deine Lieblingssuppe, Linsensuppe. Oh, da bin ich dabei. Mit Kochwurst. Oh, ich habe gestern Rübenmus gehabt, Andi. Sehr lecker. Bei uns im Dorfkrug. Geil. Und weißt du, was ich gemacht habe gestern? Na? Hackbraten. Und weißt du, wo ich den gebraten habe? Na? Im Pizzaofen. Nein. Ja. Und hat funktioniert? Und wie du? Also hier war Einleitung. Ne? Ja. Nee, und Einleitung ist auf dieser Seite. Und das ist die Druckseite eigentlich. Das ist die Leitung, wo ich den einspritze. Die Seite, ja. Ja, meine ich doch. Ja. Ja, das ist ja. Weil vorhin, wo Andi da hier Druck draufgegeben hatte, spritzt er das doch hier drin, nebelt er das doch hier raus. Ja, genau, dann spritzt er da raus. Genau. Was ist das für ein blöder Schraubenzieher? Ja, ich nehme mal diesen hier. Dann schmeißt den gleich weg. Ja, ey. Das wirst du hier nicht erleben. Nee, den wirst du noch 100 Mal hier hingehen. Den können wir da hinten in den Rasen schmeißen. Dann wird er aufgesammelt. Und wieder hier hingehen. Und wieder hier hingehen. Der ist ja noch gut. Den können wir noch benutzen. Mach mal die Schraube da, die ist zu weit draußen. Die. Genau, das kann es auch noch sein. Da stellst du eigentlich nur die Menge ein und begrenzt den Hub. Und den habe ich jetzt auf maximal gestellt. Ja? Ja. So. Wo ist dieser alte Schweineschlauch an? Nils, holst du mir den nochmal? Ja. Der liegt da oben auf dem Schweißtisch. Ja, jetzt macht es. Macht er? Ja? Ja. Oh, geil! Ne, eben war, jetzt wieder nicht. Warte mal. Jetzt! Doch, ja, jetzt mach. Geht. Ja, aber jetzt habe ich die Schraube gelöst. Welche? Die. Ja, dann hast du den entlüftet. Nee, wenn ich jetzt festziehe, ist das wieder weg. Mach nochmal. Nee. Da macht er doch. Jetzt habe ich zugedreht. Und den will er nicht mehr, oder was? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. So, jetzt guck nochmal. Nee. Jetzt mache ich mal ein bisschen auf. Sollen wir noch einmal die Zündkästen kontrollieren? Ja. So, die kann man hier so schön einklemmen, hier die Kette. So. Oh, warte mal. Hier nochmal. Kann ich machen? Ja. Absolut Top-Punkten bei meiner Seite. Da müssen wir auch mal dran denken. Ich mache ja schon mal den Ölhahn auf hier, ne? Ja. Das ist ja wichtig. Ölhahn auf. Nils, weißt du, was du noch mal machen kannst? Du kannst mir mal eine Nuss schweißen. Oh, was hast du da denn mit vorgehabt? Ich weiß nicht, das war der Radermann. Der Radermann? Ja. Sprit reinsaugen. Über den hier. Das muss er ja ansaugen. Da hier wieder Luft und saugt wieder. Yeah. Ja. So. Gut. Sollen wir noch einmal gucken wegen Entlüften? Ja. Soll ich da noch mal am Sprit saugen? Soll ich noch mal einmal saugen, bitte. Ja. Muss ich Spritze? Mal gleich ein Weingummi für ihn. Muss die Spritze? Die ist weg. Ach so. Du halt mal den Schlauch da rein. Ich will das mal probieren, ob das jetzt dann geht. Mache ich dir die Schraube da rein. Wenn er ja. Ja.
Jo, müsste voll sein. Warum das denn? Nimm mal deinen Arm da weg. So, kommt da was raus, Schätze ab. Guck mal, Andi. Und? Geht, wa? Volle Pulle. Geil! Richtig gut. Wir haben gewonnen. Geil. Deshalb, immer nach dem Motto, man darf niemals aufgeben. Lieber wirklich, du. Da haben wir jetzt ganz schön lange dran rumgefummelt. Aber der Erfolg gibt uns recht. Ja. Ja, und das ist ja auch wichtig, mein Gott. So, wie machen wir das denn jetzt? Andi setzt sich da drauf oder was? Ja. Oh, ich bewache dich hier. Du machst ja den Drücker. Ich mach den Drücker. Der Mann wurde mit der Maschine 1. Oh. Er setzte sich rauf und fühlte sich wie neugeboren. Los, mach jetzt. Hoffentlich wird das was. Ja. Wenn es nichts wird, dann wird es eben nichts. Dann trinken wir eine Kiste Bier und. Jeder? Ja. Los jetzt. So, jetzt kommt. 1, 2, 3. Das war mal ein Knaller schon. Das war schon mal ein Knaller. Mach nochmal. 1, 2, 3. Noch nicht rund, da müssen wir noch was machen. Aber sie läuft. Ja. Und das ist Sprit und kein Öl, was hier rauskommt, ne? Ja, das Sprit. Also trocken. Trocken ist sie. Ja, wo kommt der Sprit denn her? Hört ihr das nachher auf mit dem Sprit oder was? Nee, das lief immer noch. Und hier mit dem Schok hat das was aus. Macht auch nicht, ne? Ich hatte das Gefühl, dass sie zumindest versucht hat, im Stand zu laufen. Das kann sein, dass sie insgesamt untenrum noch ein ganz bisschen wenig Sprit kriegt. Die ist ja echt gut angesprungen, ne? Aber der Riemen läuft ja nicht ordentlich. Nee, da müssen wir. Nee, also das würde ich vielleicht noch mal überarbeiten, dass man da vielleicht was macht, wo er links und rechts geführt wird. Genau, ich baue eine Rolle, drehe mit so zwei Scheiben dran. Genau. Sollen wir noch mal anmachen? Ja. Einmal können wir sie ruhig noch. 1, 2. 3. Stürzen. Jetzt zieht Nebenluft da, du. Ja. Ja. Deshalb läuft sie auch nicht ganz so schön. Mhm. Aber ich finde, das war schon mal ein Erfolg, dass sie jetzt gelaufen hat. Ist doch klasse. Erstmal hat gelaufen. Zwei kleine Fehlerchen wieder gefunden. Ne? Ja, das macht das Gesamtpaket ein bisschen runter. Ja. Ist nochmal ein großer Eingriff. So, so alles nochmal wieder auseinander, ne? Ja. Ich würde sagen. Wir holen Bier. Die hat ja gelaufen. Das wollte ich gerade sagen. Wolltest du das sagen? Ja. Und wir machen Dreier-Ting-Tang-Tong. Ja, genau. Gut. Du machst Stein, du Schere, ich Papier. Okay. Gut. Sing, Chang, Chong. Kaputt? Das ist tatsächlich so. Kaputt? Nee. Ja. Nee, ich eingewickelt, du machst mich kaputt. Ja, wer geht denn jetzt? Das geht ja gar nicht. Nee, jetzt sind wir alle drei. Alle drei. Alle drei. Nee. Das geht so nicht. Einer muss holen. Nochmal. Ching, Chang, Chong. Schon wieder. Das ist schon wieder. So, jetzt holt jeder sein eigenes Bier. Jetzt. So schnell gibst du auf? Na los, komm. Hör doch mal. Ching, Chang, Chong. Stein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das war eindeutig. Ching, Chang, Chong hat es so gesagt. Das ist ja unglaublich. So, Männer.
Der gibt den Kameramann, der kriegt ein Bier. Bitteschön. Dann krieg ich Andi noch ein Bier. Ja. Bitteschön. Jetzt machen wir einen richtig schönen Plop. Zum Abschluss. Also insgesamt, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ja. Volle Pulle. Ja. Die hat gelaufen. Ja. Das muss aber noch besser werden. Aber trotzdem. Wir sind guter Dinge. Ja. Eins, zwei, drei. Getauft ist sie auch. Ja, die Maschine, ich habe die gerade getauft. Komm mal lieber zu mir. Nicht jetzt hier alles voll schmieren. Neueste von Kleckermaxe. Prost, 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 Mann. Prost. Ja, ich würde mal sagen, ne? So beenden wir das Ganze. Beenden wir das mal heute. Vielen Dank, Kameramann. Gut, dass du da warst. Mhm. Danke. Und wir sagen tschüss. 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 Alter, ist die laut. Mhm. Ja, wir sind hier jetzt wieder auf Sendung, weil ich habe was vergessen. Ja. Ich habe nämlich für euch beiden was. Na? Ja, ja, ich hol das schnell mal. Eine Überraschung? Bleibt ihr mal beide hier. Eine Überraschung? Ja. Ja. Das ist schon Weihnachten. Einmal für Herrn Andi und einmal für Herrn Jörg. Was ist das denn? Das ist Gedoren Merry Christmas. Gedoren Adventskalender für euch beide. Das ist noch gar nicht zum noch nicht, Advent. Noch nicht, aber kommt ja bald. Ne? Und kann man jetzt schon bei uns im Shop erwerben. Toll. Ah, guck mal hier. Kleine Knarre. Ach so, du hattest das verkehrt. Ich hatte das die ganze Zeit schon so rum. Und ich denke, hä? Und was hat er denn? Nee, das ein Paket hat immer zwei verschiedene Seiten. Doch. Ist nicht wahr. Doch. Doch. Ja, Mensch, Nils, vielen Dank. Um es mit Nils ein Wort zu sagen, da hast du was gelernt. Und wer ist heute der Teufelskerl? Heine. Nils. Ah, ich bin der Teufelskerl. Du lässt dich ja kaufen. Ja, na komm, jetzt auf einmal kann man das machen. Ja, na gut. Du bist auch so selten hier. Ich höre. Ja. Nee, geil. Ja. Ja, viel Spaß damit. Ne? Mhm, und nicht alles und macht nicht den Fehler, immer ein Tag ein Fenster. Nicht so wie früher mit dem Naschi, alles aufreißen und dann hast du nichts mehr davon. Mhm. Ne? Schade, ich hätte gleich mit dem 24. angefangen, aber wenn der nämlich auf ist. Ja. Ne? Aber das war gut. Ist das mein Bier? Nee, meins. So, dann nochmal anstoßen. Ja. Auf diesen schönen, erfolgreichen Tag. Ja. Und ich sag schon mal in weiser Voraussicht, frohe Weihnachten. Es gibt noch mehr Filme hiervon. Mhm. Da könnt ihr einen drauf lassen. Ja.